Hallo Leute, ich bin Lou und heute habe ich den letzten Balvenie der Woche für euch, Balvenie Nummer 6. Ja, da sind wir auch leider schon wieder am Ende der Balvenie Week. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Schreibt mir mal, wie fandet ihr das Format? Wollt ihr irgendeine Brennerei auch mal in so einer ganzen Woche im Porträt haben? Dann gebt mir einfach mal Bescheid. So, heute haben wir Peated Balvenie. Also einmal im Jahr gibt es eine Woche, da nutzen sie Heavily Peated Malz. Und das nennt sich Peat Week und da kommt jedes Jahr entsprechend dann Whisky raus. Dieses Mal habe ich den Triple Cask aus dem Jahr 2017, 14 Jahre alter Peated Whisky, 48,3%. Also der am meisten vom Alkoholgehalt her aus der Woche. Triple Cask bedeutet, wir haben hier drei verschiedene Fasstypen drin. In dem Fall ist das First Fill Bourbon, Refill Bourbon und Sherry Butt. Bin ich sehr gespannt. Klingt auf jeden Fall schon mal lecker. Also ich muss sagen, mir haben ja einige sehr gut gefallen. Gerade die ganzen sehr Sherry-lastigen bei Balvenie. Aber Peat ist halt einfach wirklich so die Herzenssache bei mir. Das ist so, da freue ich mich ganz doll. Und hier merkt man auch sofort, kommt einem der Rauch total entgegen. Das ist richtig. Boah, hallo, ich bin Peated. Also es ist immer schwierig, die ganzen Sachen mit so Islay Whisky zu vergleichen, weil Islay Whisky natürlich auch äußerst speziellen Rauch hat. Aber hier kommt einem auf jeden Fall erstmal so was ganz Würziges, Intensives, Deutliches raus. So, hallo, ich bin Rauch. Und ich finde den Rauch sehr... Also es gibt ja welche, die sind sehr aschig oder sehr holzig vom Rauch oder eher medizinisch, kräutrig. Der hier ist sehr fleischig, sehr würzig, sehr salzig. Da habe ich fast so ein bisschen Jod und, naja, frisches Steak auf dem Holzkohlegrill habe ich da sofort im Kopf. Erinnert mich so ein bisschen an den Smokehead und auch ein kleines bisschen an den Carl Eiler. Und trotzdem versteckt sich da so irgendwie noch was anderes drin. So eine Art kleine Süße. Irgendwie, irgendwo. So ein bisschen was Süßes ist mit drin. Wahrscheinlich das Sherry Butt. Am Anfang ist der sehr, da kam so dieses Sherry, da kam so in meinem Kopf gerade dieses Nicken, so, ja, Sherry, da bist du. Nicht ganz so breit, wie man es jetzt vielleicht gewohnt ist, eher so, ich hatte zwischendrin Schokolade im Kopf, also eher wirklich süß und nicht so Sherry-ish. Und dann kommt richtig, richtig schön der ganze Rauch angerollt. Und am Anfang ist der wirklich salzig, würzig. Und dann hinten raus wird er total kohlig. Also, naja, so wie wenn man noch richtig mit Kohle heizt. Das riecht ja dann so ganz speziell. Und das hatte ich jetzt gerade auf der Zunge. So, als würde man sein Steak auf dem Grill vergessen, sein super lecker gewürztes, salziges, saftiges Steak. Und man würde es vergessen und es wird so zu einem kohligen, schwarzen Stück irgendwas. Und, aber auf eine ganz leckere Whisky-Art und Weise. Das klingt ziemlich verrückt, wenn ich das so sage, aber irgendwie hatte ich das jetzt so als allererstes im Kopf. Am Anfang auch so ein bisschen Honig
Und dann mehrt sich das so, dann kommt so der Rauch dazu, so ganz leicht, so was Würziges. Dann verwandelt sich so der Honig, dieses milde erste Karamell-Hallo in so ein Schoko, dunkler Kakao. Dann kommt mein gewürztes, salziges, saftiges Steak auf dem Grill, das mit Asche beträufelt wird und dann total verkohlt am Ende auf dem Grill liegt. Super interessante Geschmacksreise. Schwierig. Also, ich fand die Sherry auch irgendwie ziemlich geil. Ich gebe ihm auch 4 von 4 Punkten. Preis-leistungsmäßig muss ich wieder mal auf meinen schlauen Zettel lunchen. Hat der 70 Euro und ist damit natürlich sehr gut. 3 von 4 Punkte, 3,5 von 4 Punkten im Preis-Leistungs-Verhältnis kann man machen. Er ist keine 100 Euro. 70 Euro ist jetzt auch nicht so, wo ich sage, ja, den trinke ich halt einfach mal abends. Das muss dann schon echt was Besonderes sein. Aber das liegt einfach daran, dass ich mir keine 70 oder 100 Euro Whiskys leisten kann, ne? Das müsst ihr auch immer im Kontext sehen. Ja, super, super lecker. Ich fond die Reise durch das Balvenie-Universum total toll. Natürlich habe ich auch nur einen Mikrobruchteil jetzt probiert. So allgemein die Bourbon-Cask-Sachen fand ich ein bisschen, die waren, also ich, nochmal von vorne. Balvenie, was ich bisher so getrunken habe an Whisky, super lecker. Alle technisch sauber, keine totalen Ausreißer. Das ist wirklich Whisky, da merkst du, die Menschen haben Erfahrung, die wissen, was sie da tun. Die beiden Bourbon-Casks fand ich, waren wie gesagt technisch gute Whiskys. Ein bisschen einfach gehalten oder einfach nicht so viel dahinter für meinen Geschmack. Preis-leistungsmäßig dann entsprechend auch nicht so gut bewertet. Die Sherry-Sachen, die Tann 1509 und der Single Barrel 15 Jahre Sherry Cask, haben mir super gefallen. Haben die Sherry-Liebe in mir erweckt. Also, na, da kommt was als Konkurrenz zum Peated dazu. Das war wirklich wow. Also, das war was Neues für mich. Ich habe was Neues entdeckt, was echt richtig, richtig gut war. Leider auch ein bisschen teuer, die beiden. Aber ich guck mal, dass ich vielleicht gelegentlich hier und da mal einen Sherry mehr probiere. Und zum Schluss der Peated, Heavily Peated von Balvenie. Für einen Heavily Peated aus der Speyside, echt lecker, super interessante Geschmacksreise. Die intensivste von allen, finde ich, habe ich die meisten Nuancen auch gefunden. Für meinen Geschmack natürlich auch einer unter den Top. Das heißt, die besten drei sind für mich die Tann 1509, der Single Barrel 15 Jahre Sherry Cask und der Peated Triple Cask 14 Jahre aus dem Jahr 2017. Ja, das war meine Balvenie Week. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr eine andere Brennerei in so einer Woche mal gern sehen wollt, sagt mir einfach Bescheid. Dann gucke ich mal, ob ich das realisieren kann. Und ansonsten sehen wir uns dann in 2 Wochen wieder. Da kommt auch was ganz Tolles für euch. Und bis dahin, Slanji! Und natürlich auch nochmal einen ganz, 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 ganz großen Dank an Manfred, der mir hier dieses super krasse Paket zusammengepackt hat. Wow, vielen Dank. Du hast mir eine neue Brennerei eröffnet, die auf jeden Fall noch in diesen Schrank muss. Danke dafür nochmal. Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slanjiva!